Willkommen auf der MS Dream, deiner Fahrkarte in eine Welt, die deine Sinne verzaubern wird, in der du alle Sorgen des Alltags vergessen und dich von allen Nöten befreit fühlen wirst. Auf deiner Reise dorthin stellen wir von der Dreamline sicher, dass du bereits vor deiner Ankunft vollkommen entspannt und gelassen bist, um die Schönheit deines Reiseziels gänzlich genießen zu können. Wir empfehlen allen neuen Passagieren der MS Dream, sich vorerst auf das Sonnendeck zu begeben und einen unserer Luxus-Komfort-Liegestühlen auszuprobieren. Bei Temperaturen von aktuell 30 Grad raten wir dir ein Plätzchen unter einem unserer großen Sonnenschirme an. In ein paar Minuten wird dich ein Steward mit Sonnencreme und einem kühlen Getränk versorgen. So lange hast du die Möglichkeit, bereits in deine Badeklamotten zu wechseln. Die Umkleidekabinen befinden sich zu deiner Rechten. Stell dir vor, wie du zusammen mit deinen Alltagsklamotten auch deinen Alltagsstress abstreifst und dir beim Anziehen der Badeklamotten ein Gefühl der Entspannung und Schwerelosigkeit anlegst, dass du die gesamte Reise übertragen wirst. Lass dich sanft auf den Liegestuhl sinken und leg dich in eine Position, die für dich selbst angenehm ist. Spüre, wie von Zeit zu Zeit ein sanfter Wind um deine Nase säuselt, und lausche den Wogen des Meeres. In der Ferne sind einige Möwen zu hören. Und wenn man genau hinhört, auch das Horn eines anderen Schiffes. Eines unserer Schiffe ist bereits ausgelaufen. Es könnte sich also um jenes handeln. Sobald wir das Ziel unserer Reise erreicht haben, ertönt auch das Horn unseres Schiffes. Aber bis dahin haben wir noch viel Zeit. Der Steward bringt dir die Getränkekarte. Such dir aus, was du trinken möchtest. Die Karte umfasst 10 Seiten voller möglicher und unmöglicher Varianten an kühlen Getränken. Und falls du etwas Spezielles möchtest, das nicht auf der Karte steht, zögere nicht, uns darauf anzusprechen. Wir werden sehen, was wir tun können. Im Hintergrund hörst du einige leise Stimmen. Das sind die Passagiere an der Poolbar. Du kannst zwar nicht genau verstehen, worüber sie sich unterhalten, aber sie hören sich auf jeden Fall sehr zufrieden und gelassen an. Fasziniert blätterst du durch die üppige Getränkekarte und lässt dich inspirieren von den vielen bunten Farben. Gerade ist jemand ins Wasser gesprungen. Ein sanftes Platschen ertönt. Oh, du hast dich entschieden? Gute Wahl. Der Steward nimmt die Karte wieder entgegen und verlässt dich Richtung Bar. In ein paar Minuten wird er mit deinem Getränkewunsch wieder zurück sein. In der Zwischenzeit könntest du dich schon einmal eincremen. Die Tube Sonnenmilch steht auf dem Tischchen zu deiner Linken. Nimm sie langsam auf und lass eine reichliche Menge in deine Hand laufen. Am besten beginnst du damit, deinen Oberkörper einzucremen. Achte darauf, dass du ruhige, gleichmäßige Bewegungen ausführst, die sich langsam von oben nach unten ausbreiten.
und dann wieder von unten nach oben. Du darfst dein Gesicht nicht außer Acht lassen. Die Nase ist bei den Temperaturen schnell verbrannt. Gebe daher eine etwas geringere Menge an Sonnenmilch in deine Hand und verreibe diese sanft. Schließe die Augen und massiere behutsam an deinen Wangen entlang, über deine Schläfen bis hinauf zur Stirn, wo sich deine beiden Hände treffen. Von dort aus wanderst du an der Nase herunter. Öffne jetzt wieder deine Augen. Du siehst vor dir den Steward mit deinem Getränk. Er stellt es vorsichtig neben dich und bietet sich nun an, dir auch den Rücken einzucremen. Du spürst, wie ein Streifen der kühlen Sonnenmilch über deinen Rücken rinnt. Kurz darauf spürst du die Hände des Stewards, die in langsamen Kreisen die Sonnenmilch gleichmäßig verteilen. Nachdem der Steward am unteren Ende deines Rückens angelangt ist, wischt er mit beiden Händen entlang der Wirbelsäule langsam wieder deinen Rücken hinauf und wieder herab. Wieder hinauf und herab. Nachdem dein Rücken gleichmäßig eingerieben ist, entfernt sich der Steward und lässt dich in der warmen Mittagssonne entspannen. Du drehst dich nun wieder auf den Rücken und atmest einmal tief ein. Hältst den Atem für 5 Sekunden und atmest ruhig und langsam wieder aus. Wiederhole dies noch einmal. Atme tief ein. Halte den Atem für 4 Sekunden und atme langsam wieder aus. Die Rufe der Möwen werden etwas lauter. Sie kreisen unmittelbar über dem Schiff umher und überblicken das weite Meer. Stell dir vor, du könntest mit den Möwen fliegen, frei und unbeschwert, ohne Sorgen, ohne einen Gedanken an gestern oder morgen. Der Genuss vollkommener Freiheit und Unbeschwertheit. Wohin würdest du fliegen? Würdest du das endlose Meer bereisen und das melancholische Blau genießen oder einen ganz bestimmten Ort aufsuchen, an dem du dich voll und ganz wohlfühlen kannst? Wo dir keiner hinfolgt und du vollkommene Ruhe und Gelassenheit erfährst. Spüre den Wind, der durch das Federkleid strömt, lausche dem Ruf der anderen Möwen und vergesse dabei alles, was dich bislang irdische Dinge gebunden hat. Du bist nun von all dem losgelöst und fliegst frei umher. Nun sinkst du langsam nach unten und mit jedem Sinkflug sinkst auch du tiefer. Tiefer in die Entspannung. Fühlst du, wie dein Stress sinkt, wie er gänzlich aus deinem Körper entschwindet, während du immer tiefer und tiefer sinkst. Fühle nun, wie du sanft in den Ozean eintauchst. Du bist jetzt ein Fisch und blickst gebannt
auf die beeindruckende Schönheit der Unterwasserwelt. Du schwimmst durch Korallenriffe, vorbei an Sandbänke und siehst in der Ferne Scharre von Fischen in allen Farben des Regenbogens, die freudig und leicht durch das kühle Nass tanzen. Würdest du ihnen folgen oder doch einen eigenen Weg einschlagen? Während du schwerelos durchs Wasser treibst, erblickst du zu deiner Linken eine geheimnisvolle Höhle. Ein mystisches Leuchten geht von ihr aus, was sich wohl im Inneren verbergen mag. Neugierig schwimmst du hinein und findest dich inmitten wunderschön leuchtender Muscheln, Seesterne und Korallen wieder, die die Wände, die Decke und den Boden der Höhle ausschmücken. Du schwimmst immer tiefer und tiefer in die Höhle und kannst dich gar nicht satt sehen an den vielen schönen Farben. Plötzlich erkennst du ein helles Licht in der Ferne. Es scheint der Ausgang der Höhle zu sein. Auch wenn dieser Ort wunderschön ist, wird dir bewusst, dass du nicht ewig hier verweilen kannst und deine Reise weitergehen muss. Langsam schwimmst du in Richtung des Lichtes. Je näher du dem Licht kommst, desto heller wird es. Du wirst umgeben von einer angenehmen Wärme und von Geborgenheit. Sobald das Licht sich legt, erkennst du, dass du nun kein Fisch mehr bist. Du bist nun wieder ein Mensch und stehst inmitten eines goldenen Gerstenfeldes. Der Himmel ist in ein dämmerndes Rot getaucht und die schwarzen Silhouetten einiger Vögel sind im Hintergrund zu erkennen. Du blickst auf eine riesige Eiche, die ein paar Meter von dir entfernt ist. Sie hat etwas Magisches an sich, auch wenn du nicht genau sagen kannst, was es ist. Auch sie ist vom goldenen Licht umschlossen und thront gelassen im Zentrum des Feldes. Du schreitest langsam auf sie zu und spürst bei jedem Schritt die sanften Streicheleinheiten der Gerste an deinen Beinen. Je weiter du der Eiche kommst, desto klarer wird dir, wie gewaltig sie wirklich ist. Zu deiner Rechten erkennst du flüchtig ein Eichhörnchen, das auf der Suche nach Nüssen ist. Auf der anderen Seite tänzeln ein paar königsblaue Schmetterlinge umher. Es ist vollkommen ruhig und friedlich. Die Luft ist klar und rein. Du riechst die frische Gerste und das markante Eichenholz, während du immer weiter durch das Feld streifst. Das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel wirkt beruhigend. Als du schließlich die große Eiche erreichst, blickst du erstaunt an ihr hinauf. Auf einem der Äste erkennst du das Eichhörnchen von vorhin wieder, das nun freudig eine Nuss in den Pfoten hält. Daneben tummeln sich ein paar Vögel auf dem alten Baum und singen fröhlich vor sich hin. Behutsam berührst du den Baum und streichst der rauen Rinde entlang. Es fühlt sich gut an. Erneut atmest du tief ein und inhalierst den lieblichen Duft der Gerste und des Baumes. Du gehst um den Baum herum und entdeckst am anderen Ende ein Loch. Es ist groß genug, um locker hindurchzuschlüpfen. Doch wo mag es hinführen? Von der Neugier erfasst, setzt du dich auf den Boden und rutscht näher an das Loch heran. Du lässt deine Füße baumeln. Du versuchst zu erkennen, was sich am Ende des Lochs befinden könnte, doch mit bloßen Augen kannst du nichts ausmachen.
Aber du hast nicht den Hauch einer Unsicherheit. Mit einem Ruck rutschst du durch das Loch ins Innere des Baumes. Es ist dunkel. Du fühlst dich wie in einer Schwebe. Du fällst nicht, aber du stehst auch nicht. Du hast keine Ahnung, wo du dich nun befindest. Das Einzige, was du fühlst, ist absolute Entspannung, Geborgenheit und Freiheit. Nichts als komplette Tiefenentspannung. Plötzlich hörst du das Dröhnen eines Schiffshorns. Das bedeutet, wir haben unser Ziel erreicht. Willkommen in der Welt, die deine Sinne verzaubert, in der du alle Sorgen des Alltags vergessen und dich von allen Nöten befreit fühlst. Ich hoffe, deine Reise war angenehm und hoffe, dich bald einmal wieder an Bord der MS Dream begrüßen zu dürfen. Öffne